Das ist immer wieder Brandenburg mit dem Kompaktverbot. Also das ist ja die Thematik gewesen, in Falkensee ansässig gewesen. Jetzt haben wir die Situation, es ist eine Politikerin aus Brandenburg, die immer wieder versuchen, totalitär in Wahlkämpfe einzugreifen, aber auch totalitär vor allem Meinungsfreiheit und Demokratie einzuschränken. Und dem müssen wir uns entgegenstellen. Deswegen habe ich mich heute mit dem Ripper getroffen, der übrigens auch anwesend heute ist hier. Vor allen Dingen, weil es darum geht, was können wir tun, vor allen Dingen als AfD-Fraktion, weil wir immerhin noch davon ausgehen, dass wir stärkste Kraft werden in Brandenburg, aber in Sachsen und in Thüringen genauso. Was können wir also tun für eine bessere, für eine freiere und vor allen Dingen für eine unabhängigere Kultur und vor allen Dingen für eine unabhängigere Kunst? Entscheidend ist nicht das, was man da drin sagt, entscheidend ist, wie frei Kunst und Kultur ist. Es ist übrigens nicht nur mit Kunst und Kultur so, sondern generell. Aber wir sehen eben gerade in der Pressefreiheit und auch in der Kunstfreiheit große Einschränkungen, die hier gegeben werden. In diesem Sinne, wenn da Fragen sind, gerne nochmal verurteilt worden ist, er zu 40 Tagessätzen. Und das ist eben die Form, Kultur kriminell zu machen, die wir ablehnen. Vielen Dank. Dann übergebe ich das Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich schließe an Herrn Hünig an und weil er über Kunst gesprochen hat, sage ich, dass wir hier ein Leitmotiv haben, dass wir ein Leitmotiv erkennen. Auch in der, wenn Sie an die Pressekonferenz der letzten Woche denken, da haben wir gesprochen über das Verbot, die erfolgreiche Klage gegen das Verbot von Kompakt. Hier reden wir jetzt über dieses Gesetz, über den Verfassungstreue-Check, der nun wirklich sowas von totalitär ist, wie man es sich nicht ausmalen kann und wie es eigentlich Nancy Faeser ja in ihrem Aktionsplan gegen rechts angekündigt hat. Auch diese Umkehr der Beweislast, dass jemand mit Verfügung aus dem Amt entfernt werden kann und sich dann totklagen kann, um wieder reinzukommen. Wir haben das Beispiel, was Herr Hünig gesagt hat, dass es eben nicht nur im politischen Bereich, im Bereich der Gesetze ist, sondern auch im Bereich der Kunst, der Blogger. Wir haben auch die Information, dass der YouTuber Shlomo Finkelstein jetzt Haft antreten musste. Und wir haben, und das will ich nochmal ausdrücklich wiederholen zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe und ausdrücklich in Erinnerung rufen, wir haben immer noch den Skandal, dass der Beamte Stefan Kohn und der Richter Christian Detmer aus Weimar aus ihren Diensten entfernt wurden, aus ihren Ämtern entfernt wurden, nur weil sie verantwortungsbewusst gehandelt haben. Sie haben verantwortungsbewusst gehandelt in der Corona-Zeit und haben sich damit bei denjenigen, die diese Corona-Maßnahmen durchgesetzt haben, unbeliebt gemacht. Und sie wurden aus ihren Ämtern entfernt. Das ist nicht die Art und Weise, wie ein demokratischer Staat mit Kritik oder Pflichterfüllung umgeht, sondern die Art und Weise, wie ein autoritärer Staat damit umgeht. Frau Cottret hat es ja schon gesagt. Und dann komme ich zum Fazit dieser ganzen Beobachtung. Wir sehen, dass die Altparteien und die von ihnen getragenen Regierungen dramatisch an Legitimation verlieren. Sie verlieren ihre Legitimation und sie reagieren darauf mit verstärkter Repression, mit verstärkter Einschränkung der Meinungsfreiheit, mit verstärktem Eingriff in die bürgerlichen Freiheiten. Ich sage Ihnen, und wohin das führt, sehen wir in Großbritannien, wo Kriminelle aus den Gefängnissen entlassen werden, damit Leute inhaftiert werden können, die unliebsame Äußerungen gemacht haben. Das ist diese Entwicklung ist dramatisch und eine Absage an die Demokratie und das werden wir nicht hinnehmen. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass die Parteien, die jetzt in dieser Art und Weise handeln und die Regierung, dass es denen geht wie in einer griechischen Tragödie. Sie versuchen ihr Schicksal abzuwenden, aber sie werden ihr Schicksal dadurch erst richtig herbeiführen. Diese verstärkte Repression wird nicht dazu führen, dass die Position der Altparteien und der Regierung dieser Altparteien gestärkt wird. Es wird sie weiter schwächen. Und eine wesentliche Etappe werden wir mit den Wahlen im September haben. Da wird offenkundig werden, wie sehr inzwischen die Leute, die seit Jahrzehnten hier regieren, ihre Legitimation verloren haben. Und diese Wahlen werden dann eben natürlich eine wichtige Etappe sein auf dem Weg, andere Machtverhältnisse in Deutschland zu bekommen. Vielen Dank. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu fragen. Bitte immer Medium und Namen nennen, damit Leute am Rechten folgen können. Bitte. Ja. Nun reden wir ja von Staatsdienern und die sollten ja eigentlich per se gehorsam sein. Ja? Warum ist das ein bisschen hinnehmbar, dass ein Staat verlangt,
dass er sich auf seine Wahrnehmung sozusagen verlassen kann. Es ist durchaus hinnehmbar, dass sich ein Staat auf seine Beamten verlassen kann. Er muss sich auch auf seine Beamten verlassen, aber er muss nicht gehorsame Marionetten fordern, die nicht mehr kritisch das sagen können, was sie denken. Das Problem ist ja schon, wenn man irgendwie Kritik an der Verfassung äußert, und Kritik an der Verfassung hat jeder, sonst hätten wir niemals irgendwelche Verfassungsänderungen mehr erlebt. Wenn man diese Kritik äußert, dann ist man ein Verfassungsfeind. Wir haben hier überhaupt gar keine klare Grenze vom Innenministerium gezogen bekommen, wann es eine zulässige Kritik ist und wann es eine unzulässige Kritik sein soll. Die gibt es auch gar nicht, diese Grenze, weil das überhaupt nicht erwünscht ist. Es ist nur erwünscht, eben die Menschen mundtot zu machen, die Menschen einzuschüchtern und die Menschen dann tatsächlich aus ihrem Beamtenverhältnis zu entfernen, wenn sie dem nicht entsprechen. Es gab früher immer die Möglichkeit oder es gab die Notwendigkeit, dass jeder Mensch, der in ein Beamtenverhältnis berufen werden soll, sich dafür ausspricht, schriftlich auch unterzeichnet, dass er die freiheitlich-demokratische Grundordnung anerkennt. Das ist richtig so, so muss das auch weiterhin sein und das ist aber auch ausreichend so. Wir können nicht versuchen, dann die Menschen einzuschüchtern, wir können nicht versuchen, die Menschen von der Regierung dermaßen abhängig zu machen, dass sie eben keinen freien Willen mehr haben. Das ist in meinen Augen verfassungswidrig und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Vielen Dank, Herr von Rien. Ja, von wegen der PA, ich würde gerne noch mal ein bisschen, Frau Kotrin, Sie haben schon angesprochen vorhin, welche Normen aus Sicht der Fraktion dort betroffen sein sollen. Also Berufsfreiheit, informationale Selbstbestimmung, Gleichbehandlung. Gibt es da noch weitere, die Sie nennen können? Also es gibt durchaus noch ein paar, aber das ist jetzt, wir können auch an die Menschenrechtskonvention denken und ähnliches. Wir haben den Schriftsatz da, also es gibt diverse Normen, die tatsächlich herangezogen wurden, Artikel 33 auch. Das größte Problem ist ja in meinen Augen dieser Eingriff in die Berufsfreiheit, weil das ist eben gleichzusetzen mit dem radikalen Erlass, den es damals in der Bundesrepublik gegeben hat. Das war genauso ein Eingriff in die Berufsfreiheit und man möchte hier jungen Menschen überhaupt erstmal versagen, einen Beruf zu ergreifen. Denken wir an Lehrer beispielsweise. Lehrer in Brandenburg können nur verbeamtet werden. Da haben wir also eine Person, die hat jahrelang studiert, die möchte Lehrer werden, hat ihr Studium abgeschlossen und wird dann nicht in das Beamtenverhältnis aufgenommen, weil sie sich vielleicht einmal, weil sie nicht Corona-kritisch geäußert hat oder gesagt hat, mit der Regierung kann es so nicht weitergehen. Ja, und das ist in meinen Augen der allergrößte Eingriff, den wir haben. Gleichheitsgrundsatz natürlich auch, aber nicht in dem Maße, wie ich das sehe. Wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, Herr von Riegen. Also Frau Kotré hat das doch sehr, sehr gut und richtig gesagt, diesen entscheidenden Punkt, dass wir keine Marionetten wollen als Beamte. In der Bundeswehr gab es mal das Wort vom Bürger in Uniform. Ob das jetzt in die Bundeswehr so richtig reinpasst, das ist, will ich mal dahingestellt sein lassen, aber fürs Beamtentum auf alle Fälle. Wir können keine Marionetten gebrauchen. Und wie fatal das ist, wenn wir Duckmäuse haben in den Ämtern. Das hat doch die Corona-Zeit gezeigt. Das zeigen doch die Corona-Files. Die wussten es besser im RKI. Die Beamten wussten es besser und hatten nicht das Format und den Kraft und den Mut, den entsprechenden Regierungen, den Regierungen zu widersprechen und dafür zu sorgen, dass unsinnige Maßnahmen nicht ausgeführt werden. Und diejenigen, die den Mut hatten, wie Stefan Kohn, die wurden aus den Ämtern entfernt. Ein solches Verhalten von duckmäuserischen Beamten, die dann auf Knopfdruck reagieren, auch wenn sie es besser wissen, das ist fatal. Das ist völlig fatal und das können wir nicht hinnehmen. Da werden wir uns mit aller Kraft gegen wenden. Ja, was Sie? Ja, eine Frage an Herrn Hünig, vielleicht auch an Herrn Dr. Bernd oder Frau Kotré. Wenn nun also ein Musiker in Brandenburg ein Video produziert und darin, sagen wir mal, AfD-Politiker als Missgeburten, Furzen oder was auch immer bezeichnet, wäre das aus Ihrer Sicht ein Ausdruck der Kunstfreiheit oder wäre das aus Ihrer Sicht eine Sache, die Sie selbst in der Eignungsklage erwägen würden, wenn Sie da betroffen wären? Also, danke für die Nachfrage. Vor allen Dingen zeigt das genau das Problem auf. Ich glaube, dass gewisse Sachen nicht funktionabel sind und ich glaube, dass gewisse Beleidigungen geahndet werden müssen. Ich glaube aber auch, dass wenn es so ist, muss es für alle gelten.
Und wir haben eben genau die Situation, dass wir als AfD-Politiker permanent auch in irgendwelchen, erinnern Sie sich, glaube ich, dran, hier im Hans-Otto-Theater gab es da mal eine Aufführung, da wurde Frau von Storch verunglimpft und dergleichen. Das müssen wir alles über uns ergehen lassen. Alice Weidel muss über sich ergehen lassen, dass sie Nazischlampe genannt werden darf. Und es wird nicht verurteilt. Das Problem beginnt dabei, dass wenn ein Künstler, der nicht im Mainstream ist, sogenannte Mainstream-Politiker, wie Annalena Baerbock oder Herrn Habeck beleidigt, und dann wird es verurteilt. Aus unserer Sicht ist diese Gleichbehandlung das größte Problem. Ich halte Kunstfreiheit für wichtig. Auch ich muss hinnehmen, dass man mich beleidigt. Das lässt sich nicht ändern. Ich bin halt Politiker. Nee, ich bin kein Politiker, ich bin Volksvertreter. Und ich, in dieser Form habe ich leider Gottes die Problematik, dass in Brandenburg 23,5 uns gewählt haben, aber es gibt eben auch einen großen Teil, die uns nicht gewählt haben, also und die mich vielleicht doof finden. Moment, jetzt rede ich ja gerade. So, und da ist doch die Situation, dass diese Ungleichbehandlung ist das eigentlich größte Problem. Also wenn ein Video über Sie mit solchen Begriffen auftaucht, würden Sie dann Anzeige erstatten oder nicht? Nee. Warum? Also ich sag mal, Böhmermann zum Beispiel habe ich aus... Herrn Böhmermann habe ich zum Beispiel überhaupt nicht bei mir im Fernsehprogramm. Der ist bei mir raus. Den gucke ich nicht, weil er einfach komischen Blödsinn erzählt. Ich muss es mir ja nicht anhören. Ich habe eine Strafanzeige gestellt gegen Herrn Dieter Nuhr aufgrund dieser Parteienstaatsgeschichte. Das war aus dem einfachen Grund, weil das unter der Gürtellinie ist, weil er mich mit Hitler verglichen hat. Und ich sage mal, Parteienstaat ist aus meiner Sicht nichts Negatives im Sinne von abschaffen, weil wir haben das Problem in Deutschland, dass die Parteien sich leider Gottes diesen Staat zur Beute gemacht haben. Aber ich würde niemanden anzeigen, weil er mich beleidigt. Ich finde das doof, da bin ich bei Ihnen. Ich finde das auch nicht nett, aber so ist das manchmal. Ja, Herr Lassiebe, ja, auf Ihre Frage zu antworten, nein, würde ich nicht machen. Politiker haben Privilegien und Politiker müssen auch mehr aushalten können als andere. So sehe ich das. Ich würde jetzt nicht bei jeder Beleidigung, und in meinem Twitter-Kanal wäre ich andauernd beleidigt, und da halte ich mich an die alte Berliner Weisheit, gar nicht ignorieren. Wenn man darauf gar nicht antwortet, das ist das beste Mittel. Bitteschön. Nochmal zur... Wir müssen dann die Gruppe daneben, sonst sind Sie nicht zu weit. Nochmal zum Normenkontrollverfahren. Welche Kanzlei vertritt Sie und wann rechnen Sie mit einer Entscheidung? Und haben Sie da auch sozusagen dieses abgestufte Verfahren, jetzt erst ein Eilverfahren und dann ein Hauptverfahren? Vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Uns wird die renommierte Kanzlei Höcker vertreten, wie auch in vielen weiteren Verfahren, die wir führen, weil wir denken, dass wir gerade hier gegen diese Regierung nur die Besten der Besten auswählen können und dass es in unseren Augen hier passiert. Wir werden natürlich vor den Wahlen keinen Beschluss, kein Urteil erreichen können, das ist uns völlig klar. Und das ist natürlich auch politisch nicht gewollt, es würde uns ja zugutekommen. Aber ich denke, innerhalb des nächsten Jahres dürfte zunächst eine Entscheidung da sein. Es gibt kein Eilverfahren, weil da im Moment diese Eile nicht geboten ist, sehen wir erstmal so an. Es ist jetzt, wie gesagt, ein Normenkontrollverfahren im Hauptsacheantrag und wir rechnen in etwa ja, einem Jahr vielleicht schon mal mit einer Entscheidung. Bitte, Herr Lassiebe. Zwei Nachfragen. Mikro bitte. Ja, eine Nachfrage dazu, dann noch eine Frage zu einem anderen Thema. Die Nachfrage dazu, unterliegt das Normenkontrollverfahren der Diskontinuität, wenn es den Kläger AfD-Fraktion dieser Legislaturperiode nicht mehr gibt? Gute Frage. Nein, unterliegt nicht dem Diskontinuitätsprinzip. Die AfD-Fraktion wird ja auch dann die Rechtsnachfolgerin sein, die kommende AfD-Fraktion. Und dass wir nicht mehr in diesen Landtag einziehen werden, dürfte ja äußerst unwahrscheinlich sein. Das kriegen die hin. Dann noch eine Frage zu einem anderen Thema. In mindestens einem Ort in Brandenburg sind AfD-Wahlplakate des verstorbenen Abgeordneten Franz Josef Wiese aufgetaucht. Nein. Erleben wir da eine Form der Wiedergeburt? Wie kommt es, dass zumindest in Letschin ein Plakat von Franz Josef Wiese hängt? Und wie reagieren Sie darauf? Ehrlich? Ja, ein Foto zeigen. Also es ist wahrscheinlich eine besondere Form der Ehrerbietung gegenüber Franz Josef Wiese, einem unserer Abgeordneten, den wir durchaus vermissen. Ist aber jetzt nicht die aktuelle Kampagne und ich nehme an, da hat irgendein... Wir wissen ja nicht mal, Herr Lassiebe, wer das Plakat aufgehängt hat. Also wir wissen ja nicht mal, ob es von uns aufgehängt wurde. Es ist jedenfalls nicht Bestandteil unserer Kampagne. Bitte schön. Auch eine andere Frage, Herr Lanz, im Zusammenhang mit dem
Kompaktverbot, hatten Sie ja hier in diesem Raum auch geklagt, das Geld, was Sie halt eingezahlt haben, das habe jetzt die Innenministerin, das habe jetzt Frau Faeser, ja, nun gibt es ja diese neue Entwicklung, also haben Sie jetzt Ihr Geld zurückbekommen? Bis jetzt haben wir das Geld noch nicht zurückbekommen und wir werden weiter darauf drängen, dass wir es zurückbekommen. Was unternehmen Sie da? Na, jetzt warten wir erstmal ab, was das Kompakt seine Dinge zurückbekommt, überhaupt seine Ausstattung, und dann können wir sehen, ob wir unser Geld zurückbekommen, weil wir das Geld ja an Kompakt gezahlt haben. Und unsere Forderung richtet sich ja an Kompakt und richtet sich ja nur indirekt an die Ministerin. Insofern müssen wir schon abwarten, wie das mit der Rückerstattung an Kompakt sich verhält. Gibt es noch Fragen? Bitte schön. Eine Frage an Frau Cordré. Gibt es neue Erkenntnisse über den Anschlag auf den Mitarbeiter bei Ihnen? Nein, leider sind noch keine neuen Erkenntnisse zu verzeichnen. Aber schön, dass Sie mir nochmal den Raum geben, dass ich das nochmal erklären kann oder nochmal darauf zurückkommen kann. Denn ich habe ja feststellen müssen, dass es in der letzten Zeit gerade in den Medien ein bisschen ein verzerrtes Bild entstanden ist. Es wurde zum einen gesagt, und das muss ich hier nochmal klarstellen, dass dieser Angriff, der dort stattgefunden hat, offensichtlich laut Angaben der Polizei keiner besonderen Person gelten sollte. Das ist falsch. Das möchte ich hier nochmal ganz klar äußern. Das ist komplett falsch. Das wurde auch meinem Mitarbeiter vor Ort ganz anders gesagt von den Beamten, die dort vor Ort gewesen sind. Es ist natürlich nur nicht gewollt, dass das in den offiziellen Medien so dargestellt wird, denn wir müssen ja immer das Narrativ hier verfolgen, die größte Gefahr kommt von rechts. Und da passt so ein Anschlag nicht rein. Nein, dieser Anschlag galt meinem Mitarbeiter. Es wurde tatsächlich unten die Haustür, es ist ein Mehrfamilienhaus, aufgebrochen, gewaltsam aufgebrochen. Es wurde diese Säure vor der Wohnungstür im vierten Stock, also ganz oben vor meinem Mitarbeiter ausgesprüht. Es wurden sogar die Handläufe des Treppengeländers damit beschmiert, dass dort jemand anfassen sollte. Und wer mir da erzählt, das hätte nicht einer bestimmten Person gegolten, der lügt. Der lügt ganz klar. Nachfrage an Herrn Berndt. 3 Tage danach hatten Sie den Auftritt genau dort in Zossen. Es wurde mit keinem Wort erwähnt. Ich glaube, das passt ja nicht ganz zu Ihrer ja sonst durchaus oft martialischen Rhetorik. Herr Metzler, ich habe nicht den Eindruck, dass ich mich einer martialischen Rhetorik befleißige. Wir versuchen immer mit Argumenten zu überzeugen. Und wenn wir das dort nicht deutlich genug gesagt haben, dann war es allerdings falsch. Wir haben es überhaupt nicht. Im Sinne von nicht deutlich genug, dann war es falsch. Dann holen wir das jetzt in der Pressekonferenz unbedingt nach. Ja. Gut. Noch Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und eine schöne Woche noch. Das hängt, ein bisschen davon ab, aber so wie die Situation ist, vermutlich ja, würde ich beinahe sagen. Aber für Sie würden wir gerne eine machen.